Capitol Records, das Musikstudio, das mit vielen bekannten Künstlern wie Katy Perry und Paul McCartney zusammenarbeitet, hat gerade einen Vertrag mit FN Meca, einem virtuellen TikTok-Store, unterzeichnet. Es ist kein Geheimnis, dass virtuelle Influencer in den sozialen Medien und auch auf YouTube bereits Millionen von Dollar verdienen. FN Meca, ein virtueller Rapper mit 10 Millionen Followern auf TikTok, fällt in dieselbe Kategorie. Capitol Records hat den Deal damit begründet, dass FN Mecas übertriebenes Flexing und sein extravaganter Sinn für Stil ihn mit über 1 Milliarde Gesamtaufrufen zur Nummer 1 der virtuellen Wesen auf TikTok macht. Nicht jeder ist jedoch so beeindruckt wie Capitol Records. Einige Internetnutzer werfen dem digitalen Schöpfer Blackfacing vor und verweisen auf Mitarbeiter, die die virtuelle Persona unterstützen. Die Verwendung des N-Wortes im Text von FN Mecas neuester Single hat die Opposition nur noch verstärkt. Es ist zwar nicht ganz klar, wer hinter FN Meca steht, aber das hat Capitol Records nicht davon abgehalten, zu behaupten, dass der Roboter-Rapper die Grenzen zwischen Menschen und Computern verwischt und den Weg für eine Welt ebnet, in der Computer ihre eigene Musik schreiben und aufführen werden. Ich persönlich kann es kaum erwarten,